Willkommen zum Alonmar-Tutorial für die tarnbare Minikamera. Es handelt sich dabei um eine Blackbox, von der aus ein langes Datenkabel abgeht, wo eine Minikamera bzw. eine Linse dran befestigt ist. Zusätzlich ist an der Blackbox auch noch ein Kabel für die Funkübertragung. Die ist dazu da, dass ich die Kamera mit einer kleinen Fernbedienung, die Sie hier sehen, steuern kann. Am Gerät selbst ist der On-Off-Schalter. Damit ist die Kamera betriebsbereit, wenn ich hier auf On schalte. Sie ist aber noch nicht hochgefahren. Dann haben wir hier einmal einen USB-Anschluss, der sitzt hier, damit kann ich Daten auf meinen Computer übertragen, das TV-Out über eins der Kabel benutzen oder die Kamera aufladen an einem entsprechenden Netzteil. Dann sitzt hier an dieser Stelle noch der Indikator für die Betriebsmodi. Das sind zwei verschiedene LEDs, eine blaue und eine rote, und je nach Betriebszustand leuchten diese LEDs auf. Zusätzlich befindet sich an der Kamera auch noch ein Mikrofon, damit wird der Ton während der Videoaufnahme mit aufgenommen und mit in der MOV-Datei gespeichert, die Sie hinterher ablegen auf der Speicherkarte. Die Speicherkarte können Sie hier einstecken. Eine Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten, Sie müssten sich unter alarm.de noch eine Speicherkarte mit dazu bestellen. Es werden vom Gerät Speicherkarten bis 32 GB unterstützt. Damit sind Videoaufnahmen von etwa 10,5 Stunden am Stück möglich. So, um das Gerät in Betrieb zu nehmen, drücken Sie hier auf den On-Off-Schalter, und zwar auf On. Und dann können Sie die Kamera mit der Fernbedienung starten. Dazu drücken Sie hier auf eine der vier Tasten, und zwar auf die Taste A. Nun vibriert das Gerät und versetzt sich in den Standby-Modus, in dem die rote LED lange leuchtet. Wenn ich nun eine Videoaufnahme starten möchte, drücke ich auf B. Das wird nun wieder durch eine Vibration indiziert und dadurch, dass die rote LED blinkt. Wenn ich die Videoaufnahme beenden möchte, drücke ich nochmals auf B und die Datei wird gespeichert. Zusätzlich können Sie auch eine bewegungsaktivierte Aufnahme machen, und zwar indem Sie auf C drücken. Wenn Sie auf C drücken, ist die bewegungsaktivierte Aufnahme gespeichert. Das heißt, dass immer dann, wenn die Kamera eine Bewegung wahrnimmt, sie die Aufnahme startet. Wenn Sie den Bewegungsmodus beenden möchten, drücken Sie nochmals auf C. Damit ist der Bewegungsmodus beendet und Sie können andere Modi wählen. Als letzter Modus ist noch die Fotografie möglich, und zwar können Sie Fotos aufnehmen mit dieser Kamera. Wenn ich hier auf D drücke, dann leuchtet die blaue LED lange auf. In dieser Zeit werden drei Fotos aufgenommen. Das kann ich beliebig oft wiederholen, bis die Speicherkarte voll ist. Das sind die Funktionen dieser Minikamera. Das Besondere an der Minikamera ist, dass hier noch ein Knopf beigelegt ist. Mit diesem Knopf können Sie die Kamera beliebig an Kleidung tarnen, zum Beispiel an Hemden, Jacken oder Hosen. Oder auch an Kleidungsstücken, die in Ihrem Kleiderschrank hängen oder offen an Ihrer Garderobe, um von dort aus Aufnahmen getarnt durchführen zu können. Dann haben wir hier noch die zwei Kabel, die im Lieferumfang enthalten sind. Es handelt sich einmal um ein 3,5 Meter langes und einmal um ein 80 cm langes Kabel. Das längere Kabel von den beiden wird hauptsächlich zum Aufladen an einem Netzteil benutzt, kann eingesteckt werden in die Kamera und dann eben per USB in ein passendes Netzteil gesteckt werden, und die Kamera wird geladen, sobald Sie den On-Schalter betätigen. Wichtig ist, dass Sie dabei die MicroSD-Karte aus der Kamera entnehmen. Ansonsten kann die Aufladung nicht stattfinden. Mit dem anderen Kabel können Sie Daten an Ihren PC übertragen oder auch eine Aufnahme während des Ladens machen. Beide Kabel verfügen über ein TV-Out, das heißt, Sie können sich den Live-View der Kamera direkt auf Ihrem TV-Gerät ansehen, indem Sie es einfach damit verbinden. Hier sehen Sie noch zwei aufgenommene Fotos aus der Minikamera. Die Qualität ist für die Größe der Linse sehr scharf und sauber. Und hier sehen Sie noch ein Video von der Kamera, wie sie am Körper installiert ist und in Bewegung filmt. Auch hier ist die Qualität sehr gut und eignet sich optimal für die getarnte Überwachung.